ist genau diese Möglichkeit verlockend. Andreas experimentiert unter dem Künstlernamen MetaMind Evolution damit, BCI-Systeme zur Steigerung von geistiger Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu nutzen. Ein Instrument lernen oder Liebeskummer überwinden, mithilfe des Computers? Wenn ich einen Pianisten zum Beispiel, wenn der das Headset, Neuro-Headset trägt, kann ich zum Beispiel sehen, wenn er besonders gut spielt, wie sind seine Gehirnwellen. Und dann ihn darauf mit ihm trainieren, diese Gehirnwellen bewusst anzuschalten. Wenn man es falsch anschließt, entstehen Kopfschmerzen. Und dann die simple Warnung, bitte weniger. Oder fragen Sie einen Arzt oder einen Profi in einem Hackerspace. MetaMind Evolution versteht sich als Mindhacker. Und sein Atelier im Berliner Hackerspace, C-Base, als künstlerisches Projekt. Ihn reizt der Aspekt des Selbermachens, Selberprobierens. Ein Brain-Computer-Interface als Do-it-yourself-Bausatz. Und ich stelle mir eben jetzt lieber eine utopische Welt vor. Wir quasi hier als freie Datenkämpfer, als Hacker und Künstler kämpfen dafür diese Alternative. Dass jeder Mensch ermöglicht ist, sein Bewusstsein, so wie er es für richtig hält, weiterzuentwickeln. Pioniere der Hirncomputerschnittstellen, gleich ob in wissenschaftlichen Laboren oder Cyborg-Bastelstuben, rütteln an unseren Vorstellungen vom Wesen des Menschen. Die Risiken sind dabei noch unzureichend erforscht. Die Fusion von Computer und Gehirn birgt noch jede Menge ethischen Sprengstoff. Ich begann schon vor vielen Jahren, mich zu fragen, wie kann ich mich selber optimieren? Wie kann ich an meinem Verhalten Dinge ändern? Wie kann ich der beste Mensch sein, der ich möglicherweise sein kann? Da gibt es viele Methoden, schon sehr alte Methoden, auch wie Yoga, Entspannungstechniken. Man kann Psychotherapie machen, man kann seine Verhaltensmuster reflektieren. Ich als Hacker quasi, als kreativer elektronischer Künstler, habe mich gefragt, wie kann ich jetzt meine Welt, die ich schon so gesehen habe, dafür nutzen? Wie kann ich diese Präzision auch der digitalen Technologie nutzen, um diesen, wie ich gern sage, digitalen Spiegel meines Selbst sichtbar, erfahrbar zu machen? Ne? Wenn ich meine Gehirnwellen messe, sehe ich, ob ich meditiere, sehe ich, ob ich konzentriert bin, sehe ich, ob ich entspannt bin, einfach in 1 und 0, präzise in Frequenzen, mathematischen Formeln ausgedrückt, einfach ganz klar sofort in Echtzeit. Und sich selbst quasi so beim Denken, beim Funktionieren zuzuschauen, hat einen sehr großen Wert für Introspektion, für Selbstbeobachtung und dann eben auch für Selbstevolution, für Metamorphose, für Selbstneuerschaffung, so wie es möchte. Ob es überhaupt ein Signal erzeugt. Aber bei vorausgehenden Tests, hier ist eine Referenzelektrode für die Hand, wird eben das Signal des Körpers dann rausgerechnet. Jetzt habe ich hier quasi die Gehirnwellen auch auf dem Handy. In einer leicht anderen Variation. Etwas verzögert geupdatet, kann man dann quasi so mobil seine Gehirnwellen checken. Das ist basiert hauptsächlich darauf auch, dass man Töne bekommt. Ich mache zum Beispiel auch Dinge, dass ich versuche, die Gehirnhälften zu synchronisieren. Dann ist es erstmal leicht, wenn man sich tief entspannt, die Gehirnaktivität quasi nachlässt. Das ist auch bei Zen-Buddhisten, die ich untersucht habe, die können wirklich auf Knopfdruck ihr Gehirn quasi ausschalten. Dann versuche ich aber jetzt wieder hinauszugehen, aus diesem tiefen Entspannungszustand in die Konzentration auf irgendeinen Reiz. Ich strebe damit an, eben einen synchronisierten, hochfokussierten Zustand zu erreichen. Der kommt in der Regel so nicht vor beim Homo sapiens, ist aber durch Training möglich, den zu erlangen. Verändern sich meine mentalen Gewohnheiten, meine mentalen neuronalen Feuerungsmuster. Und so kann ich mich selbst quasi zu einem neuen Mensch machen, der in meinem eigenen Bild nicht für besser halte.